Verehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen auch an die Gäste. Auch wenn die Flüchtlingskrise darüber hinweg täuscht, ist die Finanzkrise in Europa weiterhin im vollen Gange. Dies mag den Bürgerinnen und Bürgern zurzeit nicht zwingend auffallen, aber die Konsequenzen werden zunehmend spürbar. Ältere Menschen bekommen immer schwieriger einen Kredit. Auf dem Lande und in den Städten schließen Bankfilialen, die für einige Generationen der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ein wichtiger Anlaufpunkt sind. Und letztlich steigen die Immobilienpreise stetig, da die Angebotsbreite an ertragsreichen Anlageformen aufgrund der niedrigen Zinsen extrem abgenommen hat. Auch wenn Banken gern in Verruf geraten und gut als Generalschuldige dienen, ist die Realität eine andere. Denn gerade Sparkassen, Genossenschafts- und Privatbanken stehen den Bürgerinnen und Bürgern in vielen Lebenslagen zur Seite. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir keine Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen. Doch wenn wir dies weiter zu preiswerten Konditionen nutzen möchten, bedarf es einem Umschwenken. Denn die Kreditwirtschaft steht unter massivem Druck. Sie leidet unter drei Faktoren wie den Niedrigzins, zu kurz gedachten Regulierungen und unter verschärftem Ertragsdruck. Der Niedrigzins ist für uns als Konsumenten zunächst äußerst angenehm. Hier mal eine Pkw-Finanzierung, vielleicht mal ein Fernseher auf Rate. Dank dem niedrigen Zins alles kein Problem. Und dann ist da noch der Traum vom Eigenheim, der sich mit diesen historisch niedrigen Zinssätzen gut erfüllen lässt. Doch was ist, wenn der Kredit ausläuft, abgelöst werden muss und die Zinsen erheblich höher wären? Dann wäre der Traum vom Eigenheim zum Albtraum und würde den finanziellen Druck erhöhen. Ich möchte mit diesem Beispiel niemanden die Schaffung vom Eigenheim schlechtreden. Ganz im Gegenteil, wir Freien Demokraten sehen Eigentum als einen wesentlichen Anteil der Altersvorsorge vieler Menschen und beobachten auch mit Sorge, dass man sich hierfür vielerorts stets neue Kosten einfallen lässt. Mit dem genannten Beispiel möchte ich klarmachen, dass die niedrigen Zinsen und somit auch die steigenden Immobilienpreise nicht mehr marktgerecht sind und dass es sich hierbei um das handelt, was Finanzexperten als Blase bezeichnen. Hierdurch gerät die Kreditwirtschaft in eine erhebliche Problemsituation. Die Abhängigkeit vom Zinsgeschäft sorgt für schwindende Erträge. Da sich aber gerade Sparkassen, Privat- und Genossenschaftsbanken zum großen Teil durch Zinserträge finanzieren, sinken die Gesamterträge. Heißt konkret, niedrige Zinsen gleich niedrige Erträge. Jene Kreditinstitute, die dies verhindern möchten, sind dazu gezwungen, Risikogeschäfte einzugehen. Und wozu dies führt, wissen wir seit spätestens 2008. Und wie reagiert die EZB? Zurzeit recht wenig. Die EZB will den Regierungen in Europa mit billigem Geld Zeit kaufen. Somit gab es in den letzten Jahren statt Reformen neue Schulden. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir als Parlamentarier sind daher aufgefordert, den Haushalt zu konsolidieren und somit zu einer Stabilisierung der europäischen Finanzmärkte beizutragen. Hier ist die Landesregierung auf einem guten Weg, wovon sie nicht abweichen darf. Das letzte große Problem der Kreditwirtschaft sind die eben von mir erwähnten Regulierungen. Es war nach dem Zusammenbruch der westlichen Finanzmärkte im Jahr 2008 zwingend erforderlich, die Zügel anzuziehen. Allerdings muss darauf geachtet werden, dass Regulierungsvorhaben nicht das Gegenteil bewirken. Ein Beispiel hierfür ist die auf europäischer Ebene angestrebte Vergemeinschaftung der Einlagensicherung, gegen die sich die Landesregierung zum Glück entschieden einsetzt. Eine solche Vergemeinschaftung setzt das Vertrauen der Sparer leichtfertig aufs Spiel. Abschließend sei mir aber auch die Bemerkung erlaubt, dass auch die Banken durch die Entwicklung von innovativen Anlagemodellen
und die Festigung der Kundenbindung durch die Möglichkeiten der Digitalisierung gefordert sind. Denn letztendlich muss auch in der Kreditwirtschaft der Marktgedanke zählen. Wichtig ist aber, dass der Markt einer ist, auf dem klare und verbraucherfreundliche Regeln herrschen und der auf einer soliden Finanzbasis steht. Vielen Dank.